Leute, und willkommen zu meinem allerersten Halloween-Tutorial. Heute fängt meine Halloween-Serie auf YouTube an. Ich freue mich, es ist eines meiner Lieblings-Seasons hier auf YouTube, einfach ein bisschen kreativer zu sein, mal was anderes zu machen, mein Gesicht zu bepinseln. Wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, mehr oder weniger, das hier ist mein Take von The Grudge, das Kind, was immer Mitsubishi Toyota, der dazu immer sagt und schreit. Nein, Spaß, das ist Scary Movie. Aber ihr wisst, was ich meine, das ist dieses eine gescheite Kind, was immer so rumkrabbelt, wie, ja, keine Ahnung. Und das ist jetzt mein Take. Ich habe mich davon inspiriert. Es muss jetzt nicht 1:1 aussehen, aber einfach mal ein Outfit, eine Outfit-Idee und eine Idee, was ihr an Halloween machen könntet. Und ich wünsche euch einfach viel, viel Spaß. Ich würde mich über einen Daumen hoch und wenn ihr das Video als Favorit hinzufügt, freuen, um mich einfach zu unterstützen und ja, um mir zu zeigen, dass euch die Videos gefallen für Halloween. Ich liebe es, mich an Halloween zu verkleiden in gestörte Sachen. Falls ihr Vorschläge habt, was ich alles so noch machen könnte, so als Look, ja, was euch interessiert. Es ist super einfach, ihr braucht nur ein bisschen weiße Farbe, lila Farben, schwarze Cremefarben und ja, so ein bisschen rot. Und ja, dann beginnen wir mit dem Video und ich wünsche euch einfach viel, viel Spaß beim Video. Und ja, genau. Nein, nix. Ciao. So, im allerersten Schritt werden wir dafür sorgen, dass wir keine Haare im Gesicht haben, weil wir ja natürlich Farbe auf unser Gesicht auftragen werden. Ihr könnt euch da nehmen, was ihr wollt oder was ihr findet. Ich habe jetzt einfach das hier genommen, irgendeine Spange, damit es besser hält. Naja, hab nichts Besseres gefunden, aber auch egal. Im nächsten Schritt werden wir jetzt einfach mal einen Schwamm nehmen und den werden wir richtig schön in Wasser tunken und aufsaugen lassen, dass es so ein bisschen feucht ist. Hört sich pervers an. Und wir nehmen uns von dieser weißen Farbe, die wir dann richtig großzügig auf unserem Gesicht auftragen werden. Und viele von euch werden ja natürlich auf Partys gehen und damit es später dann noch hält, zeige ich euch, was ihr dann noch machen könnt. Und wir werden es jetzt einfach auf unser Gesicht auftragen. Es ist, wie gesagt, sehr einfach zu machen. Und es soll ja natürlich auch einfach sein, damit jeder es nachmachen kann. So. Und diese Farben findet ihr alle in einem Halloween-Store. Oder, ja, ich weiß nicht, es gibt ja immer in verschiedenen Kaufhäusern immer so Sektionen, die so Halloween-Sachen und Kostüme verkaufen. Und werden natürlich einfach über unser gesamtes Gesicht, ein bisschen in den Nackenbereich, damit auch der Nacken so ist. Ich werde weiß! Auftragen! Stell vor, ich begegne euch so nachts. OMG. Die Ohren dürft ihr natürlich auch nicht vergessen. Und ehrlich, theoretisch, wenn ihr euch wirklich keine Mühe machen wollt, wenn ihr jetzt ja, auf eine Halloween-Party eingeladen seid, könnt ihr euer gesamtes Gesicht einfach weiß machen und dann als gestörte Pantomime gehen. Das würde, glaube ich, auch ausreichen. Ich bin euer bester Internetfreund. Nur solange der Vorrat reicht. Sobald ihr dann damit fertig seid, werden wir jetzt einfach mal so ein weißes Puder nehmen, um halt einfach alles an der Stelle festzumachen. Das hilft, wenn ihr zum Beispiel jetzt auf Partys seid und schwitzt, dann ja, verfließt nicht eure gesamte Maske und es hält dann einfach viel, viel länger und es gibt im Ganzen so ein geairbrushedes Finish. Sobald wir das dann gemacht haben, werden wir uns jetzt um den Augenbereich kümmern. Also richtig dunkelblaue Augenringe, so ein bisschen, ja, ein bisschen lila sind sie. Und da werde ich jetzt einfach zwei verschiedene Farben mischen. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Blau, was ich hier versuche gerade aufzumachen. Boah, es sieht schon krass aus. Voll die Farbunterschiede. Ich nehme dieses Blau und ich nehme dann einmal dieses Schwarz und ich werde die beiden zusammen einfach jetzt mischen und unterhalb des Auges auftragen. So, jetzt sehen wir schon mal mehr aus wie eine gestörte Pantomime. Nehmen wir so einen Applikatorschwamm und wir gehen über unsere Augenbrauen. Und lassen sie ein bisschen dicker wirken. Im nächsten Schritt werden wir jetzt einfach einen anderen Schwamm nehmen und den werden wir leicht mit so einer etwas rosanen Farbe packen, vollpacken und drunter machen. Wir wollen halt ein bisschen so einen lila Effekt. Es soll halt aussehen, als wäre der so ein bisschen vergammelt, verschimmelt. Seht ihr? Sieht schon lila aus.
lilane Reflexe. Im nächsten Schritt werden wir einfach denselben Schwamm nehmen und wir werden uns so eine Art Stirnfalten machen. Werden wir einfach erreichen, indem wir das Grau von dieser Cremepalette nehmen und unsere Stirn runzeln und drauf dippen. Seht ihr diese weißen Rillen? Genau das wollte ich auch. Und wenn ihr so eine Art eingefallene Mundhöhlen, Wangenknochen, ach keine Ahnung, wie man das nennt, erzeugen wollt, müsst ihr einfach nur einen Fischmund machen. Sobald ihr das gemacht habt, kümmern wir uns um die Lippen und die werden wir grau-grünlich machen. Das soll ein bisschen vergammelt aussehen. Wir nehmen einfach ein bisschen von dieser dunkelgrünen Farbe und mischen sie zusammen mit der grauen Farbe aus der Palette. Und machen das auf unsere Lippen. Ganz leicht. Und damit die Farbe auf den Lippen nicht zu stark unterschiedlich vom restlichen Gesicht aussieht, werden wir jetzt einfach noch ein bisschen Weiß hinzufügen. Wenn ihr das dann gemacht habt, habt ihr diesen grünlich-grauen Unterton, der einfach aussieht, als hättet ihr irgendwie keine Luft gekriegt und ja, seid so ein bisschen verstorben. Die Haare habe ich jetzt nach unten gemacht, wie ihr seht, damit ich halt so aussehe wie dieses vergrutschte Kind. Und ich habe mir gedacht, so als für das Halloween-Tutorial wäre es eigentlich ganz cool, wenn man ein paar Outfit-Ideen macht. Ich trage jetzt ein ganz normal weiß-grau gestreiftes Oberteil und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt einfach mal reinschneiden. Ich werde es halt so machen, als wäre dieses Grudge-Kind im Kampf irgendwie gestorben. Also ich habe dieses Oberteil jetzt aus, aus irgendeinem Laden gekauft und das war für 5 Euro reduziert. Ich habe mir gedacht, das wäre perfekt für dieses Tutorial. Also ihr seht, ich schneide es gerade einfach, ganz einfach auf. So zu eurer eigenen Sicherheit würde ich euch raten, zieht das Oberteil aus und redet nicht mit einer Kamera, während ihr das macht. Ihr könntet euch einen Finger abschneiden. Und am Ende kommen dann noch so ein paar Finishing Touches, damit auch alles gleichmäßig aussieht. Das Outfit ist jetzt auch schon fertig. Ihr könnt natürlich diesen Bereich an eurem Körper jetzt weiß machen. An den Stellen, wo es halt aufgeschnitten ist, damit ja die Hautfarbe eurem Gesicht angepasst ist. Werde ich jetzt nicht machen, weil ich es euch einfach nur demonstrieren will. Und dann anschließend nehme ich mir einfach so ein bisschen von so einer dunkelroten Farbe, mische die zusammen mit einer etwas kräftigeren Rotfarbe, die beiden zusammen. Und ich werde einfach an den Stellen so ein bisschen Farbe verschmieren, damit es halt so ein bisschen aussieht wie Blut. Ich möchte es aber nicht zu sehr übertreiben, weil ich meine, das Kind soll ja schon so einen Toteffekt haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr es noch ein bisschen mit einem Schwarz mischen. Sieht es nämlich noch veralteter aus. Ja, hättet ihr mich gerne in eurem Keller als Grudge-Kind, was immer mit so einem grauen Nebeldunst kommt? Ja? Und das war's auch mit dem Look. So sieht der fertige Look aus von meinem Grudge-inspirierten Kind wurde unter Wasser getränkt und getötet und hausiert noch im Haus herum. Look. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Outfit-Idee gefällt euch für Halloween, falls ihr auf eine Party geht. Und wenn ihr ich rede schon wie so ein Scratch-Kind. Toyota, Mitsubishi, Suzuki. Lasst mich wissen, ob ihr ja, Look-Vorschläge habt, die ich für Halloween rekreieren könnte, die ich dann in der nächsten Zeit hochladen würde. Ich würde mich über einen Daumen hoch und einen Favoriten von euch freuen. Wenn ihr mich unterstützen wollt und euch das Video gefallen hat und die Idee, Halloween-Tutorials zu machen, ist halt meine Lieblingsseason hier auf YouTube. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Folgt mir auf Twitter und Facebook. Und falls ihr diese Looks nachmacht, dann postet mir doch eure Fotos auf Facebook. Und mein Handy klingelt. Mama will, dass ich wieder in den Keller gehe. Nein, wie auch immer. Leute, wir sehen uns. Haut rein. Und habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann bei meinen nächsten Videos, die jeden Mittwoch und Sonntag kommen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.